Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Und zwar heute am Heiligen Abend, dem 24.12.2020. Ja, erstmal wünsche ich euch natürlich alle frohe Weihnachten. Und ja, als kleines Special habe ich mir überlegt, hier zum Heiligen Abend, beziehungsweise allgemein zu Weihnachten hier auf dem Kanal mit euch zusammen hier den Weihnachtsmarkt-Shuttle mal zu fahren auf der Karte bei Tübelsdorf 2020, der eben an den Wochenenden jetzt in der Adventszeit gefahren ist, wo ich aber gesehen habe, fährt auch noch am 26. Dezember, also dementsprechend hier an einem, was war es gewesen, Sonnabend, also Samstag, ne? Und genau, den werden wir auf jeden Fall heute mal befahren, zusammen mit dem MAN20Ü. Ja, Weihnachtsstimmung ist auf jeden Fall auf der Karte vorhanden, denn wir haben auch hier einen Weihnachtsmarkt aufgebaut, den auch schon, ja, schön hören kann, ne? Für gute Stimmung ist auf jeden Fall gesorgt, Karussell ist mit dabei, ist echt ganz cool animiert, muss ich sagen. Ja, wir fahren heute hier vom Augustaplatz den Shuttle, den Weihnachtsmarkt-Shuttle, bis zum alten Schloss. Und zwar ist er jeweils an den Endhaltestellen, beziehungsweise an der Starthaltestelle halt, ein Weihnachtsmarkt vorhanden. Also sprich halt einmal hier am Augustaplatz, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und halt auch nochmal an der Endhaltestelle am alten Schloss. Bin ich mal echt gespannt, weil ich bin den Weihnachtsmarkt-Shuttle bisher so noch gar nicht gefahren. Und ja, wir fahren natürlich bei Schneefall. Also bin ich mal sehr gespannt, wie wir da heute durchkommen werden. Ich hoffe natürlich, dass wir sicher und pünktlich hier durchkommen werden für die Fahrgäste. Und genau. Okay, dann würde ich sagen, wir können eigentlich schon mal direkt einsteigen in den Bus, soweit alles startklar machen. So. Ja, ich hoffe mal, dass Omsi heute nicht abstürzen wird. Ich habe nämlich auch jetzt schon zwei Aufnahmeversuche mittlerweile gestartet. Und ja, da gab es halt immer so ein paar Komplikationen mit Omsi. Ich hoffe mal, dass es heute funktioniert, beziehungsweise jetzt in diesem Let's Play hier, ne? Ansonsten muss ich halt dementsprechend mal schauen. Aber okay, wir hoffen einfach mal das Beste. Ja, dann melde ich mich erstmal gerade an hier mit der 15067 noch hier als PIN-Code. Und genau, können einfach gerade hier das Schnelle auswählen, hier von der Linie und Route eingeben, ne? Mit dieser tollen Funktion da unten, mit dem Kalender und der Uhrzeit war es ja, glaube ich, gerade gewesen, ne? Und das schildert er dementsprechend schon hier als Shuttleverkehr zum alten Schloss. Genau. Okay, da würde ich sagen, wir starten den Motor. Bisschen Licht noch hier für die Fahrgäste, ne? Damit sie ein bisschen was sehen. Heizung machen wir natürlich schön an, weil minus 6 Grad sind es gerade draußen. Bisschen Scheibenwischer. Und ja, da können wir auch eigentlich schon losfahren. Also erstmal müssen wir natürlich noch wenden, beziehungsweise wir sollen auch wenden. Hier vorne an dem Wendeplatz wird er gleich sehen auf der Minimap dementsprechend. Ah, stimmt, wir müssen aber auch wenden, weil nämlich hier vorne ist die Starthaltestelle, da kämen wir natürlich dementsprechend nicht hin. Ne? Das heißt, dann müssten wir dann zurücksetzen oder so, wäre natürlich nicht so optimal. Und deshalb gibt es halt dementsprechend dann extra hier den Wendeplatz da vorne. Ja, Spawnpunkt habe ich übrigens ausgewählt, Augustaplatz direkt, ne? Also es gibt jetzt keinen direkten Spawnpunkt jetzt beim Wendeplatz oder so. Muss ich halt erstmal ein bisschen gucken, wo wir da genau hinfahren müssen. Beziehungsweise uns hin spawnen lassen müssen. Das ist halt wie gesagt der Augustaplatz. Und genau. Ja, ASR habe ich mal jetzt noch deaktiviert, ne? Ich weiß nicht, ob wir es noch brauchen werden. Kann natürlich durchaus sein. Weil wir werden ja erstmal so ein bisschen jetzt hier im Stadtgebiet unterwegs sein. Gleich wenn wir die Fahrt beginnen, dann an der offiziellen Starthaltestelle und dann, ja, nachher so gegen Ende, wenn wir so Richtung so ein altes Schloss kommen, dann müssten wir natürlich auch viel im Überlandbereich noch unterwegs sein, mit einigen Kurven auch. Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe von anderen Linien, die da in dem Bereich fahren. Also kann bestimmt mal sehr spaßig werden. So. Ja, und ich dachte mir, wir fahren einfach mal so am Tage hier, beziehungsweise noch am Morgen, ne? Kurz vor 23:30 gerade hier im Spiel in-game. Und wir hätten natürlich dementsprechend auch nachts fahren können, denn... Ui. Ja, es ist rutschig, ne? Man sollte ein bisschen drauf achten tatsächlich. Wäre von Vorteil. Genau, wir hätten natürlich auch nachts oder abends fahren können, ne? Aber ich dachte mir... Wir fahren einfach mal tagsüber auch, weil man natürlich dementsprechend auch nochmal mehr sieht und vor allem auch bei Schnee und so macht das natürlich auch sehr viel Spaß nochmal, ne? Und nachts ist halt allgemein, sieht man halt eher weniger, wobei natürlich das Ganze den Vorteil hätte, dass man halt auch dann die Weihnachtsbeleuchtung hier sehen kann, die ja an vielen Stellen hier auch installiert worden ist hier auf der Karte.
Aber so hier in der Winter-Weihnachtslandschaft hier unterwegs zu fahren, ist auch bestimmt auch mal ganz interessant. So. Ich glaube, Scheinmischer können wir erstmal noch so lassen von der Intervallstufe her. Eventuell müsste ich ihn mal gleich noch erhöhen. Ja, und als weiteres kleines Special ist auch heute als Fahrgast der Santa Claus mit dabei. Also sprich hier der Weihnachtsmann habe ich auch dementsprechend noch eingefügt. Denn das Ganze gab es ja letztes Jahr als kostenloses Add-on von Halicon. Ne? Fand ich ja echt eine nette, nette Geste. Ne? Und ja, habe ich mir auf jeden Fall nochmal eingefügt. War nämlich halt jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten auf meiner Seite. Beziehungsweise ich hatte halt gar nicht mehr installiert gehabt nach der letzten OMSI-Neuinstallation. War glaube ich im Februar oder März oder so gewesen, wo ich halt meine SSD, also auf die andere neue SSD-Festplatte gewechselt hatte, die halt wirklich mehr Leistung hatte, im Gegenteil zu anderen Festplatte, ne, die ich vorher drin habe. Aber hatte ich ja schon mal erzählt. Und seitdem hatte ich natürlich auch das Ganze dann nicht mehr in der Version installiert, wie ich halt vorher hatte. Und ja, den Santa Claus braucht man natürlich auch dementsprechend als Fahrgast nur an Weihnachten, ne? Bietet sich natürlich gut an. Und ja, habe ich mir auf jeden Fall jetzt nochmal eingefügt. Einmal hier auf Bad Hügelsdorf, dann noch auf UAV2 und Alarm Lauritzbach updated. Also vielleicht werden wir demnächst immer noch ein bisschen im Stream begegnen. 11:47 Uhr war es gewesen. Wenn wir halt dementsprechend auf den Karten unterwegs sind, ne? Denke ich mal, werde ich auch noch bis zum 26. auf jeden Fall drinnen lassen. Als KI-Fahrgast. Und ja, hoffen einfach mal, dass er auch einsteigt, ne? Bis jetzt sieht es mal noch nicht so aus, aber kann ja noch kommen, ne? Hallo. 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 Mahlzeit. Mahlzeit. Hallo. 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 Halli, hallo. Hat brauche jetzt nur ein Ticket für ein, zwei Haltestellen, also eine Kurzstrecke, danke. Jo, einmal die Kurzstrecke, jawohl. Ja, danke schön. Ja, bitteschön. Genau, da vorne rennt er schon durch die Gegend. Ja, da können wir eigentlich schon mal langsam aber sicher losfahren. Und ich glaube, der steht auch noch ein bisschen mit seinem Auto hier, wenn er heute noch drüber will, ne? Also, ist ja ziemlich viel los gerade an der Stelle. Kleine Wanderung hier. So, hier müsste rechts vor links eigentlich sein, ne? Luisenstraße. Wollte schon mal gerade schauen, ne? Weil wenn nämlich da ein verkehrsberuhigter Bereich gewesen wäre, jetzt von rechts, dann würde ja kein rechts vor links gelten, ne? So wie wir es ja in der Fahrschule gelernt haben, ne? Okay. Hier einmal in die Spielstraße jetzt rein. Safe für Linienverkehr frei, wo wir einmal hier durch die Fußgängerzone fahren dürfen. Ne? Natürlich Schrittgeschwindigkeit. Auch schon ganz cool geworden hier, die Fußgängerzone, ne? Auf Bad Hügelsdorf. Na, hier vorne sind noch die Klamotten draußen auf diesem Kleiderständer hier. Wenn vermutlich auch so ein bisschen nass hier beim Schnee. Oh, jetzt kommt der Kollege. Ja, das wird jetzt natürlich... Ey, Mann, ey, Mensch, haben wohl vergessen, wie mein Auto fährt, ey. Dadurch habe ich jetzt erstmal 5 Minuten Verspätung, ey. Ja, manche haben wohl vergessen, wie man Bus fährt, ne? Gerade passend hier zum... Funk. Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten die Kachel wechseln, wenn das funktioniert. Ich weiß noch, bei meiner ersten Aufnahme hat das nämlich nicht funktioniert. Da war ich ja auch einem Kollegen begegnet. War, glaube ich, da ein C2G gewesen. Ja. Okay, ja, dann müssen wir wohl rückwärts fahren, ne? Herausforderung ist da. Ah, der fährt jetzt mit mir rückwärts, beziehungsweise er fährt ja vorwärts, ne? Aber fährt jetzt schön mit, entspannt. Ja, das ist natürlich so ein bisschen blöd, ne? Wenn man sich hier entgegenkommt,
Da muss halt einer entweder warten oder zurücksetzen. Ich hätte jetzt am besten warten müssen, aber ich konnte ja von hier vorne noch nicht sehen, dass da hinten ein Bus kommt, weil die Sicht ist ja auch heute so ein bisschen eingeschränkt hier. Aber naja. Gibt es halt so ein paar Verzögerungen im Betriebsablauf. Ach, der wartet, danke. Ey, jetzt hättest du auch noch kurz warten können. Ups. Ich glaube, hier ist irgendwie eine Kollision, eine unsichtbare. Aber also gut, ist auch nicht unbedingt jetzt wichtig, die zu beachten oder so, weil normalerweise in der Regelfall nicht hier rückwärts und so fährt an der Stelle. Aber ja, manchmal halt eben schon, wie es aussieht. Ne? Okay. Genau, die aktuellste Version ist ja die Version 1.45 hier auf Bad Tügelsdorf, ne, wo ja im letzten Update, das war ja kurz bevor die Adventszeit begonnen hat, auch nochmal einiges angepasst worden ist, zum Beispiel mit den Schneetexturen nochmal extra für verschiedene Objekte oder auch genau, allgemein halt überarbeitete Schnee und neue Hi. Schneetexturen, Hallo. Die hinzukamen. Ne? Moin, waren Sie denn noch auf? Ja, moin. Hallo. Hallo. Da ist er eingestiegen. Okay, will stehen bleiben, alles klar. Aber was mir noch gerade so auffällt, hier vorne diese Bäume, die sind irgendwie noch hier mit Laub ausgestattet, beziehungsweise halt sind noch grün, ne? Gut, es gibt natürlich auch Bäume, die sind tatsächlich im Winter noch grün, ja. Zum Beispiel Buchsbaum oder so, ne? Falls ihr den einen oder anderen kennt, aber müssen natürlich dementsprechend so vielleicht noch ein bisschen angepasst werden von der Schneetextur her, ne? Aber ansonsten echt cool geworden, ne? Ist mir nur gerade eben nebenbei aufgefallen. Aber muss schon sagen, finde ich echt eine klasse Idee mit dem Weihnachtsshuttle hier auf Bad Tügelsdorf. Macht echt Spaß. Es gibt ja insgesamt auch zwei Weihnachtsmarkt-Shuttle, die hier mitgeliefert werden in dem neuen Update. Aber kennt ja vermutlich schon alles, ne? Weil ich nehme das Ganze ja eigentlich ist relativ spät aus. Ist ja wie gesagt, Update kam am 26. November, habe ich hier gerade stehen. Und genau, ne? Also hier den Shuttle, den wir jetzt fahren, geht ja wie gesagt vom Augustaplatz zum Alten Schloss. Und der andere Shuttle würde vom Markgraf Bertholdplatz, ist es glaube ich gewesen, bis zum, wo war es gewesen, Augustaplatz fahren. Ne, Augustaplatz haben wir ja gerade gestartet. Bismarckplatz, genau, also Markgraf Bertholdplatz bis zum Bismarckplatz. Und den würde es halt auch noch geben, ne? Aber ich habe mir gedacht, wir fahren heute mal diesen Weihnachtsmarkt-Shuttle, denn den anderen Bereich, ne, also Bismarckplatz und Markgraf-Bertholdplatz, sind wir ja schon soweit auch im Stream gefahren, ne, vor einigen Wochen oder ein, zwei Monaten ungefähr, ne, könnt hinkommen. Also wir können ja durchfahren, wir fahren jetzt durch bis zur Kunsthalle, okay, alles klar. Genau, und dementsprechend dachte ich mir dann halt, fahren wir mal dieses Mal hier diesen Shuttle hier, beziehungsweise diesen Weihnachtsmarkt-Shuttle, weil wir halt in diesem Bereich schon nicht so häufig unterwegs waren, beziehungsweise im Alten Schloss war ich, glaube ich, nur einmal gewesen, aber auch privat jetzt unterwegs gewesen, war aber auch bei Nacht gewesen und ja, hab natürlich dementsprechend nicht so viel gesehen. Und ja, aber ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass es halt nachher so ein bisschen auch in den Überlandbereich nochmal geht und waren auch, glaube ich, einige Kurven und so vorhanden, also bin ich mal gespannt, ne, wie wir uns da heute mit dem Bus hier so schlagen werden, sage ich jetzt einfach mal. Zum Teil war ja auch ein bisschen der Winterdienst aktiv, so wie es hier aussieht, ne, aber halt leider wohl nicht überall. Müssen wir halt dementsprechend vorsichtig fahren. Ja, dann habe ich außerdem es noch geschafft, hier vorne jetzt auch die andere Tür mal rein zu konfigurieren in der CTI-Datei. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Tom Scooper, der mir da geholfen hat. Viele Grüße gehen raus. Ne, viele weihnachtliche Grüße. Genau. Und kann ich euch nachher gegen Ende nochmal kurz zeigen, wenn ich dran denke. Ansonsten schreibt es nochmal gerne in die Kommentare, falls ihr das wissen wollt, welchen Eintrag man dann auch hinzufügen muss in der jeweiligen CTI-Datei, beziehungsweise halt
in dem jeweiligen Eintrag vom Repaint halt. Ich habe es jetzt mal angepasst hier für alle Repaints erstmal. Da ist nämlich in einer CTI-Datei sind mehrere Repaints vom Eintrag vorhanden, ne? Genau, also versuche ich nachher gegen Ende nochmal dran zu denken, das euch kurz zu zeigen. Ansonsten halt, wie gesagt, schreibt es gerne in den in die Kommentare nochmal nachher und dann... Leitstelle. Ja, hier die Leitstelle. Okay, Funk gerade. Ich stehe hier in Lichtenberg-Bahnhof. Die geht gar nicht mehr in der Bahn, weil es wohl Signalprobleme gibt. Was soll ich machen? Soll ich jetzt warten, bis die Bahnfahrer sie aufnehmen oder soll ich warten? Bitte warten, es kommt ein Schienenersatzverkehr, der sollte so in 15 bis 20 Minuten da sein. Okay, ich warte dann. Genau, okay, aber wo war ich stehen geblieben? Genau, dann schreibe ich auf jeden Fall euch nachher dann das Ganze nochmal zur Not in die Kommentare dann als Antwort, ne, was ihr halt unter dem jeweiligen Repaint bzw. unter dem Eintrag halt in der CTI-Datei noch hinzufügen müsst. Da gibt es ja verschiedene... Auswahlmöglichkeiten, das war glaube ich zwischen 0, 1 und 2 gewesen, wenn ich mich da jetzt enttäusche. Das dann müsste glaube ich der Eintrag 1 gewesen sein für diese Tür hier, beziehungsweise für diese Türen. Ne, ist natürlich hinten auch angepasst, können wir gleich mal an der nächsten Haltestelle kurz zeigen. Das hier müssten ja die Türen sein für die Euro 6 Variante, wenn ich mich da jetzt enttäusche. Und die wir bis vorher immer gefahren sind, das war ja immer für Euro 5. Müsste das gewesen sein und genau. Na, schön, dass hier geräumt ist, ne? Können wir so ein bisschen auch schön 50 fahren hier, ne? Weil wäre jetzt hier alles mit Schnee bedeckt, dann wäre es vermutlich auch glatt. Also so ist es zumindest, denke ich, jetzt mal in Omsi so, ne? In der Realität ist es natürlich nochmal ganz anders da, ganz klar, aber in Omsi ist es, glaube ich, in der Regel immer so, wenn halt die Straßen so wie jetzt sind, sind sie auch eigentlich nicht glatt. Also so war es bis jetzt mir immer aufgefallen, ne? Ja, und jetzt auf einmal so, ne, doch glatt und so, ne, keine Ahnung, also meiner Meinung nach, ne. So, Kunsthalle. Und jetzt halten wir am, lass mich kurz überlegen, der Jan hat es mir mal gesagt, wir wollen ja immer nach links fahren, das heißt wir halten am äußeren rechten Bussteig. Also immer, wo man hinfahren will, dementsprechend muss man halt, ja, Omsi. Also wenn man jetzt rechts abbiegen will, muss man am linken halten und wenn man links abbiegen will, muss man am rechten halten. Am rechten Bussteig, ne? Bei dem kann ich mir das eigentlich ganz gut merken, also Grüße gehen auch nochmal raus an der Stelle an Jan. Grüß Gott. Grüß Hallo. Gott. Hallo. Ein Schülerticket bitte. Schülerticket, yep. Da haben wir es doch. Danke für die Fahrkarte. Erstmal ein bisschen hier suchen, ne? Und direkt freie Fahrt, jawohl. Genau, kam ja auch mit den letzten Updates hinzu, dass man halt mit den Türen noch mehr Möglichkeiten hat, ne? Also untere Türvarianten hinzuzufügen. Zu verändern können, ne? Aber hatte ich tatsächlich bis dato noch nicht durchgeführt, beziehungsweise halt mir eingefügt in der CTI-Datei, weil ich halt nicht genau wusste, welchen Eintrag man da einfügen musste. Und dann hatte ich die Tage durch Zufall auf meinem Discord gesehen, wo jemand einen Screenshot veröffentlicht hat vom BHD MAN, ne? War bei Tom Scooper gewesen und ja, da hatte ich gesehen, dass er die anderen Türen drin hat. Und da hatte ich gedacht, dann schreibe ich ihn mal kurz an, frage mal, was er da eingetragen hat. Und er konnte mir natürlich dann sofort weiterhelfen. Und ja, ne? Weil es war, glaube ich, nicht so direkt angegeben, dass man halt irgendwie weiß, ja, der und der Eintrag ist dann... Also von der Zahl her, das ist dann für diese Türvariante und das ist dann für diese Variante. Und da war, glaube ich, nicht mit direkt dabei beschrieben. Sondern muss es halt mehr so ein bisschen, ja, Learning by Doing, abändern, sage ich mal, beziehungsweise einfügen. Es war, glaube ich, auch sogar eingetragen, schon bei einem Repaint oder bei zweien.
Aber ich habe halt da vorher nie so genau drauf geachtet, beziehungsweise überhaupt mal geschaut, welcher Eintrag das sein könnte, ne? Ich hatte nämlich auch aus Versehen erst was Falsches abgehen, das waren nämlich irgendwie die Türsounds, die man noch konfigurieren kann, auch per Set, weil da hatte ich nachher kurioserweise so Außenschiebetür-Sounds mit dabei, wo ja am Anfang so ein Bug gewesen war bei Türkitz, als es rauskam. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, dann hatten wir statt den Außenschiebetüren, also die Außenschiebetüren waren ja schon vorhanden, aber halt die Sounds haben nicht gestimmt, das waren halt so, also Überlandtüren, Außenschwenktüren, jetzt haben wir es aber, und da waren halt die Sounds von einem, ja, wir rutschen, von Außenschiebetüren vorhanden. Was für eine Rotze. Ja, moin. Sorry. Oh, jetzt ist der Blinker kaputt. Och nee. Oh, jetzt ist es, als ob der Blinker jetzt kaputt ist. Ich glaube, vor der uns macht gerade eine Betriebsfahrt, ne? Leitstelle für Wagen 501, bitte kommen. Die Leitstelle hört. Meine hintere Fahrtüre schließt nicht mehr. Was soll ich machen? Sag mal, du hast doch ein MAN. Schmeiß sie doch einmal ordentlich gegen die Tür, dann geht das mal sicher. Und wenn nicht? Ja, dann schicken wir den Werkstattwagen und dann werfen sich zwei Mann dagegen. Na. Moment, ich probiere selbst mal. Oha. Geht wieder. Habt ihr gerade gehört beim Vogel? Ich hoffe, man hört das einigermaßen nachher im Video. Müsst ihr vielleicht an der Stelle ein bisschen lauter drehen. Könnte durchaus sein, aber war ganz witzig jetzt gerade der Funk. Aber der arme Bus, ne? Hallo. Als ob man sich gegen die Türen werfen muss, damit die wieder funktionieren. So, das passt schon mal perfekt. Guten Tag. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Moin. Schönen guten Tag. Ein Fahrschein. Ein Fahrschein bitte, jawohl. 260. Immerhin geht der Warnblinker noch, ne? Ne, war natürlich so ein kleiner Joke, beziehungsweise ein witziger Funkspruch, ne? Allgemein, das finde ich schon nicht ganz cool gemacht, hier auch mit den Funkdurchsagen hier beim Drucker, ne? Ist schon echt cool gemacht. Ich glaube, wir fahren hier gerade, entweder das ist die Busspur, ja, müsste Busspur sein, ne? Haben wir noch eine Busampel, genau, okay, dann passt das. Weil kann man natürlich jetzt nicht mehr so gut entziffern hier. Weil hier gerade alles schneebedeckt ist, ne? Ich glaube, der Bus wird auch schon ein bisschen dreckig an der Stelle. Moin. Ich glaube, aussteigen will jetzt keiner unterwegs, oder? War eben schon jemand ausgestiegen? Ich glaube nicht. Also wir fahren dann wirklich, wenn ich das so richtig auffasse, dann halt wirklich so weit durch. Also die Fahrgäste fahren so weit durch, vermutlich dann bis zum nächsten Weihnachtsmarkt, ne? Im alten Schloss, oder täusche ich mich da? Wir werden es ja gleich sehen, ne? Alter Bahnhof, Altstadt vor. Ah ja, die Türen wollte ich noch hinten zeigen. Ja, wobei nicht unbedingt während der Fahrt, ne? Ja, ich würde gerne blinken, aber geht nicht mehr. Ja, aber es ist schon immer so eine kleine Herausforderung in Ormsee mit Schnee zu fahren. Also macht schon Spaß, ne? Auch wenn es meistens chaotisch ausgeht. Aber man kann natürlich auch vieles draus lernen, ne? Ganz klar. So, jetzt gucken wir uns aber die Türen mal an. Okay.
Ja, aber gefallen mir, ne? Finde ich cool, dass man auch andere Türvarianten auswählen kann. Was natürlich jetzt noch mega wäre, wenn man das Ganze jetzt hier über den Drucker zum Beispiel steuern könnte oder über so ein Bedienfeld, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel bei der M1 Stadtbusfamilie oder so. Das wäre natürlich echt Hammer gewesen. Aber die CTI-Datei macht es natürlich auch, ne? Ganz klar. So. Ja, dann kann ich mir gerade noch so ein bisschen hier auf das Update eingehen, was ja am 26. November erschienen ist für Bad Hügelsdorf, auch wenn es jetzt schon wieder ein bisschen her ist, ich weiß. Aber können wir ja noch gerade kurz ein bisschen drauf eingehen, ne, wo wir schon gerade hier fahren. Genau, auf jeden Fall ein neues Kroni-Event, was hinzukam. Weihnachtsmarkt, zwei neue Shuttle-Linien, habe ich eben schon davon erzählt. Genau, verkehrt Freitag bis Montag. Augustaplatz über Schloss Lahnheit zum alten Schloss. Genau, das andere war Markgraf-Bertoldplatz. Ah ne, vom Hauptbahnhof war es gewesen, genau. Ups. Also vom Hauptbahnhof bis zum Markgraf-Bertoldplatz verkehrt der andere Shuttle, also nicht bis zum Bismarckplatz. Genau, Hauptbahnhof war es gewesen, pardon. Ja, wollte schon gerade sagen, du hast eigentlich Vorfahrt gehabt, aber er fährt ja nicht. Ja, sag mal, könntest du mal das hektische Fahrer bleiben lassen? Ich fahre ja gar nicht hektisch. Kann ja nicht sein hier. Hallo. Hallo. Dann gibt es eine neue Verbindungsstraße zwischen Lahnheit und Schloss Lahnheit, die hinzugefügt worden ist. Und genau, diese schafft dann entsprechend eine Wendemöglichkeit am Schloss. So, das ist auch für Mods wie zum Beispiel die Stadtrundfahrten jetzt an der Stelle auch leichter umsetzen zu sind, beziehungsweise kann man halt dann schön Lahnheit wenden an der Stelle. Schlossstraße. Es besteht eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 316. In Richtung Hauptbahnhof über Lange Straße Malgerweg. Genau, es gibt nämlich auch in der Omsee-Webdist eine Stadtrundfahrt als Linienmodifikation bzw. Linienerweiterung, ne, wo man hier auf Bad Hügelsdorf unterwegs sein kann. Ja, ich will immer die ganze Zeit hier anhalten, aber sind wir ja ein Shuttle, ne? Voll ungewohnt. So, der wartet, das ist ja nett. Weil, ne, normalerweise, ja, Vorfahrt und so hatte ich jetzt gehabt, ganz klar, aber um die KI weiß man halt ja so nie, ne, man kennt sie ja. Genau, ansonsten noch überarbeitete und neue Schneetexturen, die hinzukamen und halt allgemein noch diverse Korrekturen, die halt durchgeführt worden sind. Ja, auch an dieser Stelle würde ich gerne blinken, aber ja, ne? Wichtige Informationen für die Kollegen mit. Am Albert-Einstein-Gymnasium wird der Baumhof die Straße gekürzt. 307 bitte vorsichtig fahren. Ich wollte schon gerade sagen, haben wir eigentlich auch den Weihnachtsmann mit dabei, aber der ist ja vorhin ausgestiegen, ne? Dem hat ja mein Fahrstil nicht mehr gefallen. Ja, ne? Huch. Ja, vielleicht sollten wir uns jetzt wirklich ein bisschen mehr aufs Fahren konzentrieren. Wäre eine Option, ne? Ja, außerdem habe ich auch noch ein weiteres kleines Feature heute mit dabei, nämlich noch einen Tannenbaum unten rechts eingeblendet. Habt ihr bestimmt schon gesehen, ne? Auch durchfahren. Ich hatte zuerst überlegt, ihn vielleicht oben links zu platzieren im Bild, beziehungsweise hier auf dem Screen, und hat allerdings nachher gesehen, dass er halt hier oben in dem Bereich dann wäre, hier direkt bei diesem Mikrofonhalter hier.
beziehungsweise bei diesem Mikrofonkabel, und das sah, glaube ich, eher nicht so doll aus. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, den Weihnachtsbaum hier unten rechts einfach mal einzufügen im Bild. Wobei der auch so ein bisschen im Drucker jetzt drin ist, aber sollte, denke ich, mal einigermaßen passen, ne? So, und ab jetzt geht's langsam in den Überlandbereich. Langsam aber sicher, ne? Hier müssen auch das Krankenhaus sein, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr den Namen. Da vorne müsste noch gleich eine Haltestelle kommen. Haltewunsch, okay. Genau, Stadtklinik war es gewesen. Ah, wollen doch ein paar aussteigen unterwegs, okay. Gut, der Weihnachtsshuttle ist vermutlich auch dafür gedacht, halt, wie gesagt, Leute von A nach B zu bringen, von einem Weihnachtsmarkt zum anderen, beziehungsweise aber auch nach Hause zu bringen, ne? Und wenn jetzt natürlich dementsprechend einer irgendwo unterwegs dann wohnt, ne, dann kann er natürlich dann beim Shuttle dann direkt aussteigen. Oder ansonsten halt auf weitere Linien dann umsteigen, ne? Was natürlich auch noch interessant zu wissen wäre, wie es allgemein bei so Shuttlen ist, sind dann auch irgendwie kostenfrei oder beziehungsweise muss man die Tickets dann schon im Vorab immer kaufen, beziehungsweise gekauft haben, oder kann man die dann auch noch beim Busfahrer lösen. Aber ich denke mal, man kann die sowohl vorab dann vermutlich kaufen oder man hat halt sein E-Ticket oder so sowieso mit dabei, ne? Oder kann sie halt noch beim Fahrer jetzt kaufen, so wie wir es auch gerade jetzt umsetzen, hier zum Teil, wo die Fahrgäste halt noch kaufen wollen. Das andere ist ja mehr so bei Schienenersatzverkehren, ne, das ist ja mehr so der Fall, dass in der Regel Leute halt schon die Fahrkarten haben und dass die halt entweder direkt zusteigen können oder die halt nur einfach kurz zur vorzeigen dem Fahrer, ne. Weil die halt normalerweise dann mit dem Schienenfahrzeug unterwegs sein würden, beziehungsweise mit dem Zug halt dann, ne. Ja, ich hoffe mal, dass ich bald mit dem Schienenersatzverkehr fahren muss morgens, weil bei mir in der Realität gibt es, ich glaube im Januar war es gewesen, ja, man sollte nicht so viel lenken, ne? Da gibt es nämlich auch nochmal eine kleine Streckensperrung beim Zugabschnitt, beziehungsweise halt zwischen mehreren Bahnhöfen, wo die Schienen, glaube ich, erneuert werden, beziehungsweise halt saniert werden, und dementsprechend muss natürlich an dieser Stelle auch nochmal ein SEV eingesetzt werden. Ich glaube erst nachher, so nach 2 Monaten oder so, dann ist das Ganze eingleisig befahrbar, aber da muss man natürlich auch nochmal, wenn man Pech hat, mit Ausfällen bzw. Verspätungen rechnen, und hast du nicht gesehen. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Ich hoffe mal, es wird nicht allzu problematisch. Kann ich natürlich auch nicht genau sagen, ob ich überhaupt nachher damit fahren muss, weil aktuell brauche ich eigentlich die Zugverbindung nur, wenn ich zur Berufsschule fahre. Ansonsten zur Arbeit kann ich halt glücklicherweise mit dem Auto fahren. Also zur Berufsschule könnte ich theoretisch tatsächlich auch mit dem Auto fahren, aber es ist halt relativ immer, ja, aufwendig, sage ich mal, und relativ kompliziert, weil man halt dann auch immer noch morgens durch die Stadt ist, so ein bisschen schlängeln muss und mehr Zeit einplanen muss, und dann muss man nachher noch die Parkscheibe an der Schule dann rauslegen und beziehungsweise halt, ja, erstmal schauen, ob es überhaupt noch einen freien Parkplatz gibt, und dann muss man halt auch die Parkscheibe, man darf da eigentlich dann nur 3 Stunden parken, ne, und ja, so gesehen müsste man eigentlich danach sein Auto wieder umparken und so, ne, und ja, ist halt nicht so optimal, und deshalb war ich da eigentlich lieber auf dem Zug immer umgestiegen, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, umgestiegen, und ja, ne, bis jetzt hat das Ganze eigentlich immer gut funktioniert, außer 2-3 Mal, glaube ich. Da gab es halt morgens erstmal schön Verzögerungen, war halt nicht so optimal. Aber ansonsten lief das Ganze eigentlich immer bis jetzt gut. Aber jetzt kommt vermutlich halt bald der SEV dann. Aber es kann natürlich sein, dass ich auch noch die nächsten Monate halt Schule von zu Hause erstmal nochmal haben werde, ne, wegen Corona und so weiter. Ist jetzt eigentlich überall in den Bundesländern so, ne.
dass dann der Schulunterricht von online, also von zu Hause online gesteuert wird, beziehungsweise unterrichtet wird. Und ja, ne? Also echt eine schöne Winterlandschaft hier, ne? Gefällt mir. Ist auch nicht so viel los. Ist halt nur gerade so ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen kompliziert, da so halt nicht aus der Spur zu fahren, beziehungsweise vernünftig zu bremsen halt, oder nicht zu stark zu bremsen. Ich habe hier ein Problem mit meinem Drucker. Was soll ich machen? Am besten ist jetzt einmal aus und wieder einschalten, das heißt nicht geholfen. Alles klar, dann mach ich jetzt mal. So. Ich hatte schon gerade eben einen kurzen Schockmoment gehabt, warum sie ja nochmal gehangen hat. Ich dachte schon, dann stürzt wieder ab. Weil wie gesagt, ist jetzt der zweite oder dritte Aufnahmeversuch mittlerweile. Beim ersten Mal war halt Omsi gleich schon abgestürzt, da war ich vielleicht kurz vor der Kunsthalle gewesen. Und dann war das Ganze abgestürzt und ja, also beziehungsweise das Bild war halt direkt eingefroren und ich hatte halt noch gewartet so ein bisschen auch. Aber Omsi war es egal gewesen. Und ja, wartet mal, wir halten jetzt als nächstes Lahnhalt Schlossstraße. Achso, wir müssen erst geradeaus fahren. Okay, Shuttle, genau, ist auch ausgeschildert. Lass ich mal kurz die Hilfspfeile an, ne? Nämlich jetzt gerade nicht so gut zu erkennen hier bei Omnavigation. Meint irgendwie, die Scheiben würden anlaufen, dabei ist das halt der Dreck hier vom Schneematsch und so weiter. Wir sind sogar noch gut in Zeit, ne? Hallo. 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 Sag mal, können Sie mal was gegen diese Sonne? Die Sonne? Ich glaube, das nennt man Tageskarte. Tageskarte, jo. Dankeschön. Bitte. Bei 16 Grad ist es denn schon wieder zu warm im Bus, okay? Ja gut, ist halt Omsi-KI, ne? Bei minus 6 Grad draußen war irgendwie klar, ne? So, weiter geht's. Auch schön hier mit diesen Spiegeln hier, ne? Hat mir auch Boxerhandschuhe, ne? Also sprich halt von der Form vorne, so sieht's halt so aus, ne? So ein kleiner Spitzname. Schloss Lahnhalt. Ihr seht schon auf der Minimap, was da auf uns zukommt, gerade an Kurven. Ja, läuft, ne? Der Steven, also der Train Omsi TV, war ja auf jeden Fall auch hier den Shuttle gefahren, ne? Ich habe mir das Video, glaube ich, noch keinen komplett angesehen. Auf jeden Fall nochmal schöne Grüße auch an dich, ne? Ich weiß gar nicht, war eigentlich eher auch mit Kollision gefahren oder ohne Kollision? Müsste ich mir vielleicht mal nochmal ansehen. Aber schöne Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus an der Stelle. So. Aber ich glaube, im A25 ist das hier eher keine gute Idee, hier zu fahren, bei Schnee und so, weil wir haben halt noch zwei Achsen dementsprechend hinten. Beim Bus noch so ein bisschen Überlänge. Muss ich jetzt geradeaus oder? Wartet mal. Shuttle einmal links. Okay. Ne, ich muss die Hilfspfeile anlassen. Aus Gewohnheit mache ich die immer schon direkt aus, ne? Oder wenn er nur ganz kurz, durch die Hilfspfeile mal einblende. Aber hier müssen wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen anlassen. Zumindest müssen wir mal aus diesen Ecken hier raus sind, weil ist schon so ein bisschen verwirrend, ne? Ich hoffe, wir bleiben nicht stecken, aber ich denke mal eher weniger. Beziehungsweise hoffe mal eher weniger, ne? Ich glaube, hier bin ich noch nie gefahren, ne? Kann das sein?
Laut Omnivigation sind wir auch hier gerade irgendwo im Nirgendwo. Okay. Okay, wir müssen uns schon so ein bisschen hochkämpfen. Ich glaube, Fazit habe ich noch gar nicht erwähnt, war glaube ich so ungefähr 50 Minuten. Von daher gehe ich mal aus, wir werden mal vermutlich so eine Stunde 10 oder eine Stunde 15 unterwegs sein im Let's Play. Ne? Man kennt es ja, immer so ein bisschen Überlänge, so muss das sein. Ja, aber das gefällt mir hier, ist schön gemacht, ne? Ui, nicht schlecht. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht auch hier so ein Thumbnail machen könnten. Auch wenn der Bus jetzt sehr dreckig ist, ne? Ist eher weniger jetzt eigentlich für ein Thumbnail vielleicht geeignet, aber ich guck mal nachher, ne? Ich habe den Hydrolüfter an, ne? Ja, müsste eigentlich an sein. Aber hat jetzt auch ein bisschen was zu schaffen gehabt, der Motor, ne? Schloss Lahnhalt. Na, da vorne ist es ja. Der Name sagt mir auf jeden Fall auch noch was aus der alten Version, beziehungsweise halt aus der Freeware-Version. Aber da war, glaube ich, das Schloss Lahnhalt nochmal komplett woanders sah, ne? Oder es sah auf jeden Fall anders aus. Na, hier ist auch ein Weihnachtsmarkt. Auch mit so ein bisschen Musik hier mit dabei. Gefällt mir. Ein paar Weihnachtsbuden. Es ist zwar noch nicht so viel los, aber vielleicht könnte ich das sogar ändern von der Uhrzeit her oder so. Also sprich hier von den Pappmenschen, sage ich jetzt mal, ne? Also es sind ja auch eigentlich die Pappmenschen, aber ist natürlich klein, um sie kann man es halt nicht anders da umsetzen. Also kann man zwar schon, aber dann ist halt die Performance, die kann man halt dann komplett vergessen. Also von daher ist das schon ganz gut gelöst. Und vielleicht ist es ja wirklich auch so, je nachdem wie viel Uhr es gerade ist, wird das Ganze vielleicht auch so ein bisschen angepasst, ne? Also von den Leuten her, die halt da platziert werden. Könnte ja sein, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil zum Beispiel ist es ja auch so hier auf der Karte bei den Kleiderständern. Leitstelle für Wagen 501, bitte kommen. Die Leitstelle hört. Meine hintere Fahrtüre schließt nicht mehr, was soll ich machen? Sag mal, du hast doch ein MAN. Schmeiß sie doch einmal ordentlich gegen die Tür. Okay, das hatten wir schon mal. Und wenn nicht? Ja, dann schicken wir den Werkstattwagen und dann werfen sich zwei Mann dagegen. Moment. Probier selbst mal. Das war der Sound dazu. Der ist nicht schlecht. Genau, zum Beispiel mit den Kleiderständern oder halt auch mit den Postkarten, die ja auch zum Teil hier platziert sind auf der Karte, ne, an manchen Orten. Für ja allgemein halt die Einwohner hier oder auch für Touristen, ne, zum Beispiel die Postkarten. Die werden nämlich auch ab einer gewissen Uhrzeit halt morgens rausgestellt, beziehungsweise halt dann platziert und halt abends wieder reingeholt. Sozusagen halt nochmal despawned, ne? Ab einer gewissen Uhrzeit, und da könnte ich mir sogar vorstellen, dass man es vielleicht auch so umgesetzt hat, dass halt dementsprechend die Menschen da an der Stelle dann halt mehr oder weniger gespawnt werden. Aber kann natürlich auch so sein, wie es jetzt eben war, ne? Aber wäre natürlich interessant oder auch ganz cool, ne? Also allgemein, ich wusste vorher gar nicht, dass man in Omsi wirklich auch nach der Uhrzeit dementsprechend so Szenerieobjekte auch platzieren kann, ne? Das war schon, fand ich schon echt krass, ne? So Shuttle geradeaus, genau, wir waren eben irgendwie rechts abgebogen. Und ja, ansonsten, Nachtticket hatte ich letztens noch verkauft, beim ersten Aufnahmeversuch, erinnere ich mich noch dran. Das gibt es ja noch, ein Touristenticket, ne? Da wäre es natürlich auch noch cool, wenn man da vielleicht noch einstellen könnte, ab einer gewissen Uhrzeit, da habe ich halt das Nachtticket dann gekauft, ne? Aber ich glaube, das kann man tatsächlich eher weniger einstellen, um sie mit dem Nachtticket, das ab einer gewissen Uhrzeit erst gekauft wird.
Aber allgemein fand ich schon ganz cool, dass halt noch zusätzlich zwei neue Fahrscheine hinzukamen hier auf Bad Hügelsdorf. Also die waren ja schon von Anfang an so mit dabei gewesen. Und normalerweise sind sie immer so die standardmäßigen Tarife bzw. halt Fahrscheine, die mit dabei sind. Und ja, hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Beziehungsweise gefällt mir immer noch sehr gut. Und ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit den normalen Fahrscheinen. Ja. Thank you for clawing my Vorfahrt, ne? Und so. Es gibt auf jeden Fall noch die Möglichkeit, halt auch noch ein normales Ticketpack einzufügen. Gibt es extra auch im Ticketpack-Ordner, müsste es sein. Die äußere Möglichkeit, halt auch ein normales Ticketpack nochmal einzufügen, wo halt nicht das Nachtticket oder halt Touristenticket mit dabei ist. Zum Beispiel, wenn man halt noch die Halicon-KI-Menschen einfügt, da ist natürlich das Ticket dann nicht im Soundordner vorhanden. Und da würden halt dementsprechend die Fahrgäste halt nicht mit einem kommunizieren. Oder halt, was auch noch der Fall ist, wenn man halt einen anderen Bus hat, da kann man natürlich auch nicht bei jedem Bus halt das Ticket dann ausdrucken, ne? Da muss man auch mal so ein bisschen abwägen, sage ich jetzt mal. Oder halt dann mit der Taste T und Steuerung T, beziehungsweise nur erstmal Taste T und Rückgeld kann man ja so ganz normal zurückgeben. Und genau. Ja, und bei Tügelstop 2020 ist ja auch eine Karte, wie auch schon im Namen der Karte drin steht, beziehungsweise drin steckt, ne? Rumgekurbel wird mir ganz schlecht. Ja, dann steigt lieber aus. Noch sind wir an der Haltestelle. Könnt ihr jetzt gerade alle aussteigen, wenn euch schlecht wird. Okay, wollt nur einer aussteigen, oder? Anscheinend. Wollt ihr noch mit hier vorne, oder? Man weiß es nicht. Ne, ich glaube eher nicht. Waren auch gerade verschwunden, mehr oder weniger. Weggeploppt. Genau, ist auf jeden Fall auch ein Add-on, was seit 2020 rauskam, beziehungsweise auf jeden Fall auch eine neue Karte, ne? Aber es ist echt ein cooles Add-on geworden, ne? Und vor allen Dingen auch nach wie vor, wie immer noch hier, wirklich noch immer neue Updates hinzukommen, neue Features, ne? Neue Bereiche kamen ja auch hinzu, oder auch dieses Halloween-Update. Was wir jetzt leider noch nicht gefahren sind, ich weiß, an Halloween, aber habe ich mir vielleicht überlegt, es dann nächstes Jahr dementsprechend mal zu zeigen. Dieses Jahr hat es halt leider nicht so gepasst auch und... Jo, aber es eilt ja nicht, ne? Kann man natürlich dementsprechend dann noch in den nächsten Jahren mal zeigen. Aber fand ich schon ganz cool an sich. Ich glaube, man kann es wirklich, also meiner Meinung nach ist es, glaube ich, wirklich eines der besten Add-ons, die 2020 rauskamen. Ich meine, noch gerade überlegen, also Karten-Add-on. Dann kommen jetzt noch die Sonnenblumen, okay. Gut, London kam natürlich noch raus. Also London, muss ich ja sagen, finde ich an sich auch echt cool, wobei die Performance noch nicht so dolle an manchen Stellen ist. Ne? Aber es kam ja auch nochmal ein Update jetzt raus am 23.12., und seitdem habe ich jetzt auch noch kein London mehr gespielt. Also kann es natürlich dementsprechend noch sein, dass vielleicht... An alle Fahrer. Am Altstadtforum ist ein Unfall passiert. Das kann zu Verspätung führen. Muss mir Gas geben, sonst kommen wir hier nicht hoch. Ob wir jetzt hier nicht hochkommen. Oh Mann. Ich mach mal ASR rein. Oh nee. Katastrophe. Oh. Ja, ich glaube, ich müsste nochmal Anlauf nehmen, mehr oder weniger. Oder mal kurz den Schnee deaktivieren. Was wollen wir machen? Ich glaube, wir deaktivieren mal kurz den Schnee. Was ist jetzt passiert? Also, habe ich sowieso schon gerammt. Ja, moin. Ja.
Ist ja schön, wenn ich hier einen Unfall habe. Prozent Steigung ist das übrigens hier. Ich glaube, wir bräuchten hier unten so ein bisschen Streusalz oder was hier drin ist. Müsste ja eins zum Behälter sein für Streusalz und so, ne? Ne, wir müssen kurz den Schnee deaktivieren, so dass es mir tut, aber anders geht's da jetzt nicht. Schnee auf Straßen räumen. Genau. Ich komme ja schon so kaum hier hoch. So, jetzt können wir Schnee wieder anmachen. Ja, aber anders geht es glaube ich nicht. Man kommt ja... Aber warum gucke ich in den OMSI-Einstellungen? Anders ist es so gut wie unmöglich. So. Jetzt müssen wir das Gaspedal mal durchtreten, würde ich mal sagen. Ich hätte mehr Anlauf nehmen müssen von Anfang an, aber ich wusste natürlich nicht, inwiefern jetzt da die Steigung ist. Und dass wir ihn auch irgendwie noch aufgesetzt hätten oder so. Und jetzt geht's wieder runter. Läuft. Ja, wer auf jeden Fall mal so ein bisschen eine Herausforderung auch in OMSI haben will und so eine kleine Challenge, sag ich mal, der ist auf jeden Fall hier auf dem Weihnachtsmarkt-Shuttle schon mal richtig aufgehoben. Aber macht schon echt Spaß, ne, muss ich sagen. Auch durch die Landschaft hier so zu fahren, ne, wieder diese Landschaft hier. Genau, was habe ich eben noch erzählt mit den Add-ons, ne? Bin ich da jetzt so ein bisschen am Überlegen, was so die beste Karte bzw. beste Add-on in diesem Jahr war. Meiner Meinung nach, also von der Karte her. Entweder halt bei Tügelsdorf oder London, ne? Wobei ich glaube ich sagen würde, bei Tügelsdorf ist glaube ich bei mir so auf Platz 1, vor allen Dingen, weil halt auch noch so viele an neuen Content auch hinzukam oder auch von den Funktionen her, zum Beispiel mit, wie ich vorhin erzählt habe, mit dieser Zeitfunktion, dass halt verschiedene Objekte verschwinden zu Zeiten oder halt auch die, ja. Der Weihnachts-Shuttle, der jetzt noch an Weihnachten hier dementsprechend eingefügt worden ist, ne? Dann zum Beispiel noch das Halloween-Event. Und dann allgemein auch die Chrono-Events, wo zum Beispiel manche Strecken da mal gesperrt waren, nach einem Unwetter oder nach einem Unfall, ne? Das war schon ganz cool. Wobei es das natürlich auch bei London gibt, ne? Wie ich gelesen habe, habe ich das bis jetzt noch gerade mitbekommen. Also zwar schon so ein paar Baustellen und so, ganz klar, aber ich glaube, so richtige Umleitung bin ich bis jetzt noch nicht gefahren. So, da war ja abknickende Vorfahrtsstraße, ne? Wobei man natürlich auch nochmal sagen muss, dass bei Tügelsdorf halt eine fiktive Karte ist, ne? Also von daher, wenn ich mir nochmal so ein bisschen genau überlege, ne? Und dann auch nochmal zu London. Ja, wir hatten einen Unfall, I know. Ja, vielleicht ist es doch schon ein bisschen schwierig zu sagen. Da könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr so eure Meinung, wie so eure Meinung ist zu den Add-ons im Jahre 2020. Und natürlich auch zu den Freeware Downloads, die rauskamen, ne, wie zum Beispiel VDL hat mir auch sehr gut gefallen, in diesem Jahr kam der raus. Oder was gab es an Karten diesen Jahres im Freeware-Bereich? War ja glaube ich relativ wenig gewesen tatsächlich, aber Waldhofen 2013 hat mir zum Beispiel ganz gut gefallen. Hi. Auch wenn es an sich jetzt nicht direkt eine neue Karte war, aber halt so eine Mod, ne? Kam ja auch erst vor kurzem raus, ansonsten müsste ich auch mal tatsächlich so ein bisschen überlegen, was dieses Jahr noch rauskam. Vielen Dank.
Aber London fand ich eigentlich schon ganz cool. Ne? Müssen wir demnächst auch mal nochmal fahren. Auch mal so richtig halt auch die City erleben. Wir waren ja bis jetzt nur eine Linie gefahren. Nur natürlich in Anführungsstrichen, die halt so ein bisschen außerhalb war. Mann, Scham, wohl vergessen, wie mein Auto fährt, ey. Das habe ich jetzt erst noch 5 Minuten Verspätung, ey. Die darf ich jetzt erstmal einholen. Und ich lasse mir dann wieder anhören, was die Fahrgäste zu sagen haben. Ehrlich, hammergeil. Toll. Genau, wir waren ja bis jetzt, war glaube ich die 201 gewesen, als Linie, die wir gefahren sind auf London. Und die war ja mehr so ein bisschen außerhalb, war ja auch eine Eindeckerlinie, auch mit dem Kleinbus mehr oder weniger, wo wir gefahren sind. Also, das heißt Kleinbus 10,2 Meter halt, aber halt kein normaler Solobus, wie man halt normalerweise kennt, mit 12, noch was Meter. Und jo, die andere Linie, zum Beispiel 159, die fährt ja noch an verschiedenen Sehenswürdigkeiten auch vorbei, ne? Wie zum Beispiel auch den Big Ben. Und die müssen wir uns auf jeden Fall auch mal noch demnächst anschauen. So, komm, dann wieg ab hier. Wir haben auch Verspätung hier. Moin, Kollege. Würde gern Fernlicht anmachen kurz, so ein Lichtgruß, aber auch das Fernlicht ist gerade kaputt, habe ich gemerkt. Blumenwiese. Aber holen wir mal hier gerade lang, fahren auch die neuen Baumarten, hatten mir sehr gut gefallen hier, die hinzukamen auch bei Tügelsdorf. Weil bei London waren glaube ich auch tatsächlich ein paar neue Bäume noch mit dabei, hatte ich noch glaube ich gesehen. Und halt was bei London auch noch sehr cool ist, sind halt die realen Objekte auch, ne? Und auch hier für Bad Tügelsdorf wurden ja auch einige neue mitgeliefert. Natürlich halt größtenteils fiktiv und so weiter, beziehungsweise vielleicht sogar reale Objekte, aber halt allgemein ist es halt eine fiktive Karte, ne? Aber wer sich nochmal so genau überlegt, tatsächlich muss ich sagen, das ist doch ein bisschen schwer halt entweder halt London oder halt Bad Tügelsdorf. Was jetzt da so meine Favorite Map wäre für dieses Jahr, ist schon so ein bisschen schwierig, also die Auswahl zu treffen. Und London ist halt auch nochmal Linksverkehr und auch andere Busse, die mitgeliefert werden, ne, wo man es natürlich bei uns eher weniger kennt, bis gar nicht. Ne. Also ich muss natürlich sagen, ich war ja bis jetzt auch noch nicht in London gewesen und die Busse kann ich natürlich auch dementsprechend nicht, aber von den Bildern her und so weiter sah es halt schon alles sehr real aus. Ne. Und ja, ne. Aber das waren auf jeden Fall zwei echt coole Add-ons gewesen in diesem Jahr, das kann man schon mal definitiv sagen. Und auch ansonsten der Mercedes-Benz Connector, der vor kurzem noch rauskam, hat mir auch sehr gut gefallen. Und da kamen jetzt auch noch weitere Add-ons raus, ne? Zum Beispiel vor kurzem eine französische Karte, Saint-Savin heißt die ja. Die habe ich mir tatsächlich bis jetzt noch nicht geholt, beziehungsweise gekauft. Da bin ich aktuell tatsächlich noch so ein bisschen im Überlegen, ne? Und gehen wir gleich noch mal ein bisschen kurz drauf ein. Da ich gleich noch ein bisschen was zu dem Add-on, was ja vor kurzem rauskam, wie gesagt, die französische Karte. Dann gab es ja auch noch das Add-on Irisbus Intercity Pack, was noch rauskam vor einigen Wochen. Wo ja unter anderem Crossway Euro 5 mit dabei war, Recreo Euro 5 und Arway Euro 5 in verschiedenen Varianten, die da rauskamen. Dann das OMSI 2 Add-on Beaulieu Bus Pack, ne? Ist ja auch noch sehr neu. Also kam auf jeden Fall einiges raus jetzt in letzter Zeit, ne? Hoffe jetzt mal, ich habe kein Add-on vergessen. Könnte natürlich auch sein, dass ich noch irgendwas vergessen habe, was noch rauskam. Aber es soll auch noch ein weiteres französisches Add-on geben. Was ja so ein bisschen basierend ist auf dem... Ja, oder auf jeden Fall basierend ist. Basiert auf jeden Fall auf Express 9106. Nicht nur ein bisschen, sondern wird halt wirklich auf der Karte basiert. Wo die halt aber halt nochmal... erweitert werden soll, beziehungsweise halt angepasst werden soll auf den Paver-Bereich. Ne? Aber das sah eigentlich schon ganz interessant aus. Und hier sehen wir auch nochmal so ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung, ne? Dekoration hier. Das sieht bestimmt ganz cool aus, wenn das auch beleuchtet ist. Ich glaube, das hier müsste auch beleuchtet sein bei Nacht. Meine ich zumindest. Ach, altes Schloss. Oh, wir sind ja schon da.
Ah, hier vorne ist die Pause. Ach so. Ja, huch. Das ging jetzt aber schnell. Jetzt war ich gerade noch so schön am Erzählen hier. Jetzt sind wir schon da. Okay. Ja, läuft, ne? Vorne ist dann die Pause. Okay, wir gucken uns natürlich aber gleich noch den Weihnachtsmarkt hier an. Beziehungsweise müssen wir ihn erstmal vielleicht ein bisschen suchen. Gucken wir mal. Ich glaube, ASR können wir nochmal ausschalten. Ja, ich konnte auch schon mal besser fahren im Schnee. Meine ich zumindest. Da habe ich noch irgendwie eine Erinnerung. So, wir sind angekommen. Zu spät, okay, okay, okay. Altes Schloss. Leitstelle ruft Wagen 2. Ja, hier Wagen 503. Du bist doch auf dem Weg zurück von der DEVK Arena, oder? Ja. Wie haben denn die Wölfe heute Abend gespielt? Nach dem Geräuschpegel zu urteilen, haben sie verloren. Oh, schade, aber trotzdem danke. Ah, das waren die bei Tügelsdorfer Wölfe, die da gespielt haben. Ist ja auch hier die Fußballmannschaft hier, ne, auf Bad Tügelsdorf. Da war anscheinend der Doc gerade im Einsatz gewesen an der Stelle. Zu dem Funk. Okay, aber hatten wohl verloren, ne, beim Fußballspiel, aber naja, gut. Ja, Grüße gerne natürlich auch nochmal raus an der Stelle für Doc, an Doc Omsi, ne, kennen wir natürlich auch. Also finde ich echt schon ganz cool mit den Ansagen. Ne? Hat mir auch schon vorher immer sehr gut gefallen. Ja, allgemein auch mit dem Bus konnten wir eigentlich sehr gut fahren hier soweit. Außer halt zum Teil, wo da vermutlich mehr oder weniger mir zu verschulden war oder halt den Wetterverhältnissen so angepasst war. Ne? Und hier vorne ist dann auch der Weihnachtsmarkt schon. Ich weiß gar nicht, von der Musik her ist die eigentlich nur Copyright oder GEMA-frei oder wie sieht das aus? Am besten ich rede auch mal so ein bisschen währenddessen, damit es vielleicht nicht allzu laut nachher im Video ist, weil es gibt das nachher noch Ärger oder so, muss ja auch nicht unbedingt sein. So, ja, das ist auf jeden Fall das alte Schloss, ne? Und hier ist so ein kleiner Weihnachtsmarkt, beziehungsweise vielleicht sogar schon großer, ne? Könnte man ja auch schon als großen Weihnachtsmarkt bezeichnen, je nachdem. Ja, okay, gehen wir nochmal gerade in den Bus. Gerade noch die Feuerwehr. Jetzt kann unser Bus auch gleich erstmal nochmal in die Werkstatt. Wir hätten jetzt normalerweise noch Aufenthalt, 20 Minütchen. Können wir mal gerade gucken, die Sonderfunktion. Nee, Systemeinstellungen, Haltestellenübersicht, Fahrliste. Genau, hier haben wir nochmal unseren Fahrplan. 12:58 wird es dann zurückgehen hier. Genau, okay. Wo war noch dieses coole Feature hier gewesen? Sonderfunktion, Wartungsmodus, Systemcheck. Update. Bitte nicht abbrechen. Toll gemacht. Jetzt ist es put. Ja. Okay, ja, was wollte ich noch kurz erwähnen, einmal mit der CTI-Datei, machen wir gleich dementsprechend, ansonsten noch zum Add-on kurz Saint-Savin, was ja vor kurzem rauskam, ne, die französische Karte, die halt fiktiv soweit ist, aber soll so irgendwie in der Gegend von der Bretagne spielen, beziehungsweise auch so ein bisschen angelehnt von manchen Bereichen her, die so gestaltet worden sind. Ja, an sich, was ich so bis jetzt gesehen hatte an Videos oder auch an Bildern, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber es sind halt noch so viele Dinge, die halt... ja, fehlerhaft sind oder halt nicht so schön aussehen. An manchen Stellen ist es halt noch relativ kahl, auch im Überlandbereich, habe ich gesehen. Oder auch der Bus zieht, glaube ich, auch ziemlich viel Performance und, ja, also allgemein ist es eigentlich bestimmt schon eine ganz coole Karte. Könnte es auf jeden Fall werden, wie ich finde.
Aber ich denke mal, es wird noch ein bisschen brauchen, beziehungsweise ich hoffe einfach mal, dass noch in Zukunft dazu Updates rauskommen werden zu der Karte. Weil an sich hat die meiner Meinung nach halt schon Potenzial, eine gute Payback-Karte zu werden, ne? Aber aktuell in so einem Bereich ist es eigentlich mehr so, man könnte es mehr so als Freeware-Karte bezeichnen, ne? Also an sich nicht schlecht, wie gesagt, aber da kann man schon, für Payback kann man schon ein bisschen mehr erwarten und ein bisschen an der Gestaltung auch überarbeiten und halt ja noch so ein bisschen die Bereiche auch ausbauen. Zum Teil war es auch, glaube ich, ziemlich eng oder dann wurden da irgendwelche Objekte verwendet, die aus Berlin sind oder so, ne? Die natürlich auch nicht dementsprechend da so unbedingt hinpassen auf eine französische Karte, wo man halt wirklich dann auch noch neue Objekte entwickeln hätte können, so wie bei den anderen Objekten, die ja neu hinzukamen und so weiter, ne? Also es ist halt so ein bisschen schade einerseits, aber andererseits sichert schon so ein bisschen tatsächlich Potenzial für die Karte und deshalb bin ich auch aktuell so ein bisschen überlegen, ob ich es mir noch holen werde oder nicht, weil es ist ja aktuell noch im Angebot bei Halicon Shop, ne? Ist ja, glaube ich, bis zum 28. hat 20% reduziert. Wenn man es halt in dem Zeitraum kauft, ne? Überlege ich vielleicht mal. Ich glaube, da wird das Ganze 19 Euro noch was kosten oder so, meine ich zumindest. Und ja, ne? Überlege ich mir mal. Können wir vielleicht auch dementsprechend dann noch ein Let's Play draus machen. Oder ein Stream. Mal gucken. Demnächst dann. Aber ich glaube, ja, vielleicht werde ich es mir runter, vielleicht auch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, bin aktuell noch so ein bisschen am Schwanken, aber. Ja, könnt ihr auf jeden Fall mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das Add-on so findet, falls ihr das vielleicht schon habt oder wie euer Eindruck dazu ist bis jetzt, ne, von den Bildern oder Videos her, die ihr vielleicht gesehen habt, ne. Und ja, könnt ihr einfach mal reinschreiben. Also wie gesagt, ich bin aktuell so ein bisschen am Schwanken und Überlegen, ne. Und ja, wir gucken einfach mal. Wir werden ja demnächst dann vermutlich sehen, entweder ich hol's mir halt oder ich hol's mir halt nicht, ne. Aber ja, mal gucken, ne, 20% ist ja eigentlich an sich schon mal nicht schlecht. Aber okay, wir gucken mal. Genau, das war jetzt dazu. Dann wollte ich ja noch kurz erwähnen, mit der CTI-Datei, ne, was man da einfügen muss. Dann müsste ich mal gerade in mein OMSI-Verzeichnis reingehen. Mache ich euch mal gerade hier die Spielaufnahme kurz drin. Vehicles, BHD, MAN, Line City. So. Genau, und zwar geht ihr hier in den Textschauordner rein. Und jetzt zum Beispiel halt hier beim Repaint MAN 20, wo wir jetzt auch gefahren sind, dann geht ihr einmal hier in die CTI-Datei von VBH rein und dann müsst ihr halt, je nachdem, wo ihr es haben wollt, bei welchem Repaint, diesen Eintrag hier kopieren dann halt. Der müsste bei euch vermutlich irgendwo hier unten stehen. Da war nämlich, glaube ich, schon eingefügt hier bei dem letzten Repaint. Und den muss man halt kopieren und dann halt unter jedem Repaint, wo man es halt haben möchte, einfügen. Also normalerweise würde dann halt nur das Ganze bis hierhin stehen. Und da muss man halt an der Stelle das hier noch einfügen. Dann nochmal einmal hier noch die Leertaste drücken, beziehungsweise die Enter-Taste, damit man halt noch einen Absatz hier hat. Und das ist jetzt für die Türsteuerung, beziehungsweise für die Türvariante. So, jetzt haben wir es aber für die Türvariante, die wir jetzt gerade drin hatten. Das müsste die Euro 6 Variante sein. Und wenn man jetzt gar nichts eingetragen hat hier als Set, dann ist es, glaube ich, standardmäßig halt die normale Tür, die man schon vorher drin hatten. Müsste dann Euro 5 mäßig sein. Und ich glaube, es gibt auch noch eine andere Türvariante, aber die habe ich jetzt gerade nicht mehr so aus dem Stegreif hier parat an der Stelle. Aber müsste einfach mal vielleicht ein bisschen rumprobieren zwischen, was weiß ich, 0 und 2. Einfach gucken, ne? Genau, das noch kurz dazu erwähnt. Ja, ihr habt auch gesehen, wann ich das Ganze aufnehme, ne, am 23.12. Ne, aber alles gut. Und genau, gibt's dann, wie gesagt, dann am Heiligabend, also heute, wenn wir das Video nämlich rauskommen, gibt's das Ganze dann dementsprechend so als kleines Weihnachtsspecial dann auch auf dem Kanal. Und genau. Ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Dabeisein. Ich hoffe natürlich, ihr habt alle eine frohe Weihnachtszeit, beziehungsweise frohe Weihnachten wünsche ich euch natürlich alle. Und können vielleicht ein bisschen feiern mit dem engsten Familienkreis, je nachdem, wie es halt möglich ist. Wie gesagt, wegen der aktuellen Situation. Und habe ich auch schon im letzten Video erwähnt, ne? Muss man halt dementsprechend schauen, beziehungsweise halt Einschränkungen machen, ganz klar. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr soweit mit eurer Familie halt im engsten Kreis feiern könnt, einigermaßen, ne? Oder halt soweit, wie es halt möglich ist, auf die Beschränkungen, ne? Und wünsche euch natürlich trotzdem frohe Weihnachten
Und ja, auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021, was ja auch bald schon bevorsteht. Ja, genau. Und in diesem Sinne, bleibt auf jeden Fall alle gesund. Und bis bald, ne? Ciao, ciao.